Die Hobbytheke mit Jan Pulst. Herzlich willkommen hier an der Hobbytheke mit dem Jan Pulst. Na dann erstmal ein lecker Kölsch, Prost. Okay, lassen wir das. Dafür später noch genug Zeit. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das Wesentliche. Auch heute möchte ich wieder etwas Nützliches mit Ihnen basteln. Wir basteln heute eine Mailbox. Wer kennt das nicht? Ihre Frau ist schlecht gelaunt, weil durch die Arbeit im Haushalt und im täglichen Küchenstress die Zeit fehlt, mal gemütlich eine halbe Stunde am Computer mit Freunden zu schreiben. Oder einfach nur zu chillen. Chillen, das ist Englisch, hat aber nichts mit Chilis zu tun, also nichts mit scharfen Schoten, sondern im Allgemeinen nutzt der Jugendliche von heute den Fachbegriff Chillen, um sinnlos in der Gegend rumzulungern und sich mit lahmarschiger elektronischer Musik und diversen Techno-Drogen den Arsch zuzudröhnen. Dieses dürfte natürlich auch auf die ein oder andere Hausfrau zutreffen, denn in Untersuchungsstudien diverser Universitäten wurde herausgefunden, dass Hausfraus liebster Freund die Hausbar ist. In unserem Fall wäre das Zudröhnen dann der Griff in die Hausbar, an den Wodka und später dann Griff ins Klo, um die ausgekotzten dritten Zähne rauszufischen. Na dann Prost erstmal, es geht doch nichts über lecker Kölsch. Fest steht, dass die Durchschnittshausfrau kaum noch Zeit für Privates hat. Unter anderem fehlt die Zeit für langweilige Telefonate mit der Freundin sowie Telefonvertretern der diversen Callcenter. Aber jetzt genug gesabbelt, wir weichen vom Thema ab. So, nochmal eben an meinem Kölsch nippen und dann unseren Basteltipp von heute. Lecker. Na dann mal los. Zuerst schauen wir mal in den Wandschrank nach, ob da was Brauchbares drin ist. Die, die keinen Wandschrank haben, müssen somit in den Keller oder in die Garage, naja, oder eben im Vorratsschrank suchen. Sie können auch notfalls die Nachbarin um Hilfe bitten. Wir benötigen eine Plastikdose, ja ungefähr so groß oder ein bisschen größer. Ach so, das konnten Sie jetzt ja nicht sehen hier im Radio. Naja, macht nix. Nun schauen wir, ob die Dose einen Deckel hat. Das ist nämlich die Frage. Wie kriegen wir die Dose gleich verschlossen? Wenn Sie keinen Deckel haben, dann tut es auch ein Einmachjummi und ein großes Stück Frischhaltefolie. Nun öffnen wir das Kilo Weizenmehl, was wir im Supermarkt bekommen haben, und schütten es aus einer Papiertüte in unsere Mehlbox. Deckel drauf, fertig. Das war doch einfach, oder? So schnell haben wir eine formschöne Mailbox kreiert. Nachdem wir nun mit der Bastelei fertig sind, kann ich mich ja wieder in aller Ruhe meinem Kölsch widmen. So, das war's für heute. In der nächsten Folge zeige ich Ihnen, wie Sie einen lecker Kabelsalat machen können. In diesem Sinne, bis nächstes Mal, Ihr Jan Pulst.